Miri und Forky. Mann, Leute, wir müssen uns die Quips unbedingt schnappen. Niemand. Ich schnapp mir die. Leute, habt ihr das auch gehört? Sollten wir uns mal umdrehen und nachschauen? Ah, Quinks, was machst du denn hier? Na schön, Quinks. Du willst also kämpfen? Na los, Quinks, dann lass uns doch kämpfen. Okay, Quinks will es, glaube ich, sagen, wegen Zweck haben, aber das wird dir nicht helfen. Quinks kann ja sowieso nicht reden. Doch, ich kann reden. Der Psychokrat kann also reden. Okay, dann würde ich sagen, dann beginnt jetzt der Kampf. Na endlich! Okay, Leute und Quinch, dann lasst uns jetzt kämpfen. Quinch will also einen Faustkampf. Na schön, Leute, den kann er gerne bekommen in 3, 2, 1 und... Leute, ich glaube, Quinch hat mich mal wieder besiegt. Mein Schädel tut weh. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen die Quinch-Voodoo-Puppe verwenden, oder? Leute, sollten wir besser die Quinch-Voodoo-Puppe verwenden? Aua, das tut so verdammt weh alles. Leute, Quinch hat mich K.O. geschlagen, da kann man einfach nichts gegen machen. Ich brauche dringend Hilfe, Elf und Shelf. Forky, was sind denn die beiden? Und wo ist Quinch denn jetzt hin? Ich muss erstmal versuchen, hier richtig aufzustehen. Also Leute, wir sehen uns dann später wieder. Wenn überhaupt. Wenn ich es überhaupt schaffe, hier aufzustehen. Und perfekt. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder ganz aufgestanden und bin völlig verwirrt. Ach du Scheiße. War das ein heftiger Kampf, Leute. Hallo, Quinch. Und hast du es geschafft? Hast du Nevio eine kleine Lektion erteilt? Hast du auch die Chips unter seiner Haut platziert, wie wir es besprochen haben? Ja, Phantom. Oh ja, weil ich hatte keine Zeit.
Ich musste auch noch ein paar Sachen erledigen, um Weihnachten zu sehen. Ich musste Johnny noch bei ein paar Sachen helfen, auch wegen den Weihnachtsbäumen. Ich habe noch ein paar Briefe verbrannt und deswegen, ansonsten hätte ich Nevio auch den Chip platziert. Ja. Okay, cool. Dann läuft jetzt ja alles nach Plan. Dann können wir jetzt Nevio steuern und kontrollieren, sodass Nevio halt endgültig mir gehört. Und meine Maske rutscht schon wieder. Naja, das ist scheiße, ne? Aber trotzdem, ich habe schon meine Fernbedienung. Und damit können wir Nevio steuern. Es sind drei Chips, die für drei verschiedene Möglichkeiten sind. Also, liebe Community von Iowaki Game Master, Aga an Nevio, merkt euch das. Nevio wird ab jetzt mir gehören. Und Grinch, ja, die wird dir natürlich auch gehören. Du darfst ihn aufhalten. Also, Nevio wird ab jetzt keinen eigenen Willen mehr haben, sondern er wird jetzt nicht mehr euer Freund sein, sondern er wird jetzt uns beiden, mir und Grinch, gehören. Hi Leute, da seid ihr ja wieder. Wie ihr sehen könnt, hat sich ja nichts viel getan. Und ich bin immer noch auf dem Boden, weil ich es einfach so gelähmt bin. Oder was heißt hier immer noch? Ich war ja eben schon aufgestanden, aber ich bin doch wieder hingefallen, weil meine Beine noch ein bisschen zu gelähmt sind. Ah! Und mein Rücken, ah! Mein Rücken tut so weh. Ich sollte mich am liebsten aufs Bett legen. Oder ich brauche irgendwie Salbe für meinen Rücken oder sollte ich mal gucken, ob irgendwas an meinem Rücken ist. Ah, aua. Das tut so verdammt weh. Ich muss mich mal aufs Bett legen. Ah, ich habe es zum Glück jetzt endlich geschafft, aufzustehen. Durch die ganze Like-Power. Okay. Endlich habe ich es geschafft.